Tief verborgen in einem Wald im Osten Europas findet man die Spuren eines Experiments der Nationalsozialisten. Eines Experiments, das im Wald eine neue, alte Tierwelt erschaffen sollte. Sie wollten die Zeit zurückdrehen. Sie hatten den Plan, etwas neu zu erschaffen, das es schon ewig lange nicht mehr gegeben hatte. Über 9000 Jahre. Wissenschaftler der SS planten, ausgestorbene Arten wieder auf der Erde anzusiedeln. Sie sollten einer nationalsozialistischen Superrasse als Jagdbeute dienen. Die Nazis hatten ein wahnwitziges Ziel und sie waren bereit, dafür zu töten. Sie gingen über Leichen, um die Bewohner zu vertreiben. Der Anfang dessen, was später als Endlösung bekannt wurde. Dies ist die Geschichte eines zoologischen Experiments. Ein Versuch der Nazis, die Natur zu bändigen und die Evolution rückwärts laufen zu lassen. Man habe den Befehl, den Wald von allen Bewohnern zu säubern. Wer nicht erwünscht sei, solle getötet werden. So steht es im Kriegstagebuch des berüchtigten Bataillons 322 der deutschen Ordnungspolizei. Im Juli 1941 räumt das Bataillon einen abgelegenen Wald im Osten Polens. Er befindet sich bei dem Ort Białowieża, an der heutigen polnisch-weißrussischen Grenze. Tausende Menschen werden deportiert. Jeder, der Widerstand leistet, wird erschossen. Seine Gräueltaten verzeichnet das Bataillon penibel in einem Kriegstagebuch, das bis heute erhalten ist. Dieses Kriegstagebuch ist ein bemerkenswertes Dokument. Es beschreibt in erschreckender Detailtreue, was den unglücklichen Bewohnern der kleinen Dörfer im Wald angetan wurde. Sie wurden entweder gewaltsam aus ihren Häusern gezerrt und deportiert, oder die Deutschen ermordeten sie kaltblütig an Ort und Stelle und verscharrten sie anschließend in Massengräbern. Ihre Schilderungen dokumentieren die Männer des Polizeibataillons mit Fotografien. Zwischen dem 25. Juli und dem 1. August 1941 brennen sie nach den Aufzeichnungen 34 Dörfer nieder und nehmen mehr als 7000 Menschen ihrer Heimat. Am 25. Juli kommen die Deutschen in den Ort Bodzi. Was an diesem Tag geschieht, ist dort bis heute unvergessen. Dieses Foto stammt aus dem Juli 1941. Man sieht, wie auf ihm Häuser in Flammen stehen. Da, es ist genau hier aufgenommen worden. Man erkennt das weite, offene Land. Die Mitglieder von 183 Familien wurden deportiert. Fast 1000 Menschen. Einige haben die Nazis erschossen, weil sie ihnen zu langsam waren. Die Säuberung des Waldes von Białowieża ist keine der üblichen Operationen der Deutschen im Osten. Sie ist Teil eines geheimen Wissenschaftsprojekts der Nazis, das erst in unserer Zeit wieder ans Licht kommt. Eine wichtige Quelle dafür ist das Kriegstagebuch des Polizeibataillons. Die Bevölkerung des Białowieża-Waldes ist zu evakuieren. Er soll auf Befehl des Reichsmarschalls Hermann Göring ein Naturschutzgebiet werden. Göring ist einer der mächtigsten Männer im Dritten Reich. Er ist der Stellvertreter Adolf Hitlers und der Kommandeur der Luftwaffe. Außerdem ist er Reichsjägermeister, der oberste Jäger im Dritten Reich. Im Wald von Białowieża hat er selbst schon wild geschossen, vor dem Krieg, als Gast der polnischen Regierung. Für Männer wie Göring passt dieser tiefe, fast unberührte Wald hervorragend zur NS-Ideologie und den alten germanischen Mythen. Schon wenige Tage nach dem Beginn des Einmarsches in die Sowjetunion hat sich Göring den Wald von Białowieża für seine eigenen Zwecke gesichert. Ich bin mir sicher, dass er ihn schon vorher auf seinem Wunschzettel stehen hatte. Mehr als 1500 Quadratkilometer unberührter Wald. Mit dem Beginn des Einmarschs gehört das Gebiet nun zum Großdeutschen Reich. Was den Wald von Białowieża so besonders machte, war, dass er einer der letzten europäischen Urwälder war. Also eine Waldregion, in der die Natur seit Urzeiten nahezu unberührt war.
In dem Gebiet gab es einige der seltensten europäischen Tierarten. Es bot Wolfsrudeln Zuflucht. Auch Luchse konnte man hier noch entdecken. Außerdem Elche und einige der letzten Wisente Europas. Die Nazis sahen in ihnen Tiere, die die alten Germanen einst gejagt haben. Durch die Jagd, glaubten sie, hätten ihre Vorfahren Härte und Zähigkeit erlangt. Und zu diesen germanischen Ursprüngen möchten sie nun wieder zurückkehren. Ich glaube, diese Sehnsucht nach der Wildnis war in Deutschland größer als irgendwo sonst. Der Historiker Tacitus hatte ja schon in der Römerzeit die Germanen als die Waldmenschen bezeichnet und als die reinste Rasse Europas, weil sie völlig unter sich blieben. Tacitus beschrieb die Germanen als Volk aus Menschen vom gleichen Schlag. Strahlend blaue Augen, kupferfarbenes Haar und ein großer, kräftiger Körperbau. Die riesigen germanischen Wälder, von denen Tacitus schon schrieb, wurden in der deutschen Mythologie über Jahrhunderte bewahrt. Kinder wuchsen mit der Sage von Siegfried auf, dem Krieger, der im Wald einen Drachen tötete. Die Deutschen sahen sich selbst als das Volk, das aus dem Wald stammt und das durch das Leben dort auch seine mentalen und körperlichen Fähigkeiten entwickelt hat. Dieser Mythos spielte eine große Rolle. Die Nazis haben sich das für ihre Idee eines Dritten Reichs zunutze gemacht. Nach Hitler ist Hermann Göring der zweitmächtigste Mann im Dritten Reich. Seine Rolle als Reichsjägermeister nimmt er sehr ernst. Er tut viel dafür, um in Deutschland für die Jagd zu werben. Er repräsentiert das Land auf internationalen Fachausstellungen. Dieses Bild entsteht 2 Jahre vor Beginn des Zweiten Weltkriegs. Es zeigt Göring gemeinsam mit weiteren Jagdfunktionären vor einem Modell des Waldes von Białowieża. Das wirklich Besondere an diesem Foto ist die Tatsache, dass sich diese Männer bereits mit dem Gebiet beschäftigen, und zwar mehrere Jahre bevor Deutschland in Polen einmarschierte. Ich glaube, es ist nicht abwegig zu unterstellen, dass Göring und einige andere Nazis den Wald bereits damals haben wollten. Ein unberührter europäischer Urwald. Das war der perfekte Ort, um die Bewohner aus ihm zu vertreiben und dort ein Jagdrevier wie in alten Germanenzeiten einzurichten. Am allerbesten natürlich auch mit den Tieren von damals. Das Bild zeigt außer Göring auch einen Mann, der für dessen Jagdpläne eine große Rolle spielte. Dr. Lutz Heck, SS-Mitglied und renommierter Zoologe. Bereits 5 Jahre vor der Machtergreifung der Nazis hat Heck gemeinsam mit seinem Bruder Heinz ein äußerst ambitioniertes Projekt begonnen. Die beiden wollen Tierarten neu erschaffen, die schon vor Jahrhunderten ausgestorben sind. Die Brüder, hier an der Seite ihres Vaters, sind nicht irgendwer in der Zoologie. Lutz und Heinz Heck sind die Leiter der Zoos in Berlin und München. Die Hecks waren eine Art Dynastie von Zoodirektoren. Vor Lutz hatte schon sein Vater Ludwig lange den Berliner Zoo geleitet. In Deutschland war der alte Heck ein bekannter Mann. Auch Professor Dr. Lutz Heck war sehr geachtet in seinem Fachbereich. Sein Vater hatte schon ausgiebig an Bisons geforscht. Das wollten Heinz und Lutz fortführen und die Arbeit dabei auf eine neue Ebene heben. Die Hecks sind Kinder ihrer Zeit. Auch sie sind mit den Heldensagen aufgewachsen und sie sind fasziniert von der Welt, in der sie spielen. Vor allem Siegfried hat es ihnen angetan, der starke germanische Recke, der mit wilden Bestien kämpfte und gewann.
Lutz Heck wird sich später erinnern, zwei Tierarten hätten in seiner Jugend seine Fantasie mehr beschäftigt als alle anderen. Es sind zwei Tiere, mit denen die alten Germanen auf ihren Jagden rangen und kämpften. Der Wisent und der Auerochse. In den 30er Jahren leben im Wald rund um Bjelovježa noch eine Handvoll Wisente. Aber der legendäre Auerochse, der angeblich so wilde und gewalttätige Urahn der heutigen Rinder, ist schon seit Jahrhunderten ausgerottet. Julius Cäsar hat ihn einst so beschrieben. Nicht viel kleiner als ein Elefant. Außergewöhnlich, was seine Größe und seine Kraft angeht. Weder Mensch noch Tier. Niemand bleibt von ihm verschont. Dieses legendäre Tier wollen die Hecks wieder neu erschaffen und in den Wäldern ansiedeln. Sie stellen sich den Auerochsen als einen edlen Einzelgänger im Tierreich vor, wild und majestätisch. Ganz anders als die sanftmütigen Rinder, die seine Urenkel waren. Sie träumten von einem riesigen, starken, temperamentvollen Tier, das aus der Tiefe der Wälder hervortritt. Für einen Jäger wäre so ein Auerochse die ultimative Herausforderung gewesen. Aber wie sah dieses Tier überhaupt aus? Bioarchäologen wie Jackie Mulville haben im Nahen Osten Spuren gefunden. Das hier sind zwei Schädel von Auerochsen. Sie stammen aus der Bronzezeit. Es hat die Tiere also schon vor ein paar tausend Jahren vor Christus gegeben. Von diesem Tier haben wir auch den Großteil des Skeletts, die riesigen Knochen hier auf dem Tisch. Das sind seine Rippen. Hier noch ein Kiefer, einen Hüftknochen und das hier, das ist besonders interessant. Das ist das Schulterblatt eines Auerochsen. Aus den Knochen können wir errechnen, wie groß diese Tiere waren. Bei männlichen Auerochsen dürfte die Schulterhöhe bei 1,60 Meter bis 1,80 Meter gelegen haben. Weibliche Tiere waren wahrscheinlich etwa 1,5 Meter hoch. Das heißt, dass die Schultern eines männlichen Auerochsen etwa auf meiner Augenhöhe gelegen haben dürften. Und der Kopf kam ja noch dazu. Der stand natürlich noch ein ganzes Stück höher. Die Knochen von Hausrindern wirken neben diesen Exemplaren regelrecht winzig. Dieser Schädel ist ähnlich alt. Er stammt ebenfalls aus der Bronzezeit. Was man sofort sehen kann, ist der Größenunterschied zwischen den beiden. Der obere Schädel ist viel kleiner und schmaler. Und die Hörner sind völlig anders als beim Auerochsen. Bei dem laufen sie ja schwungvoll und mächtig nach außen, wie hier. Die Exemplare des Hausrinds sind dagegen viel, viel kleiner. Tausende Jahre lebte der Auerochse auf der Erde, bis ihn die Menschen im 17. Jahrhundert ausrotteten. Aber Lutz und Heinz Heck glauben, dass im Erbgut von Hausrindern immer noch der genetische Code ihres Urahnen steckt. Sie sind davon ausgegangen, dass tief in jedem Hausrind immer noch ein Auerochse schlummert. In heutigen Nutztieren, ja, auch in uns Menschen, stecken in der Tat noch viele Gene unserer Vorfahren. So funktioniert die Evolution. Wir sind alle lebende Fossilien. Auch in der Kuh steckt immer noch ein wildes Tier. Die Hecks wollten die Zeit zurückdrehen. Sie wollten etwas neu erschaffen, das es schon ewig lange nicht mehr gegeben hatte. Das war äußerst ambitioniert und sehr schwierig. Sie wollten 9000 Jahre zurück in die Vergangenheit gehen. Denn damals entwickelte sich das Hausrind aus dem Auerochsen. Die beiden Zoologen besorgen sich alte Quellen, in denen das Aussehen von Auerochsen beschrieben wird, ihre Größe, Färbung und die Form ihrer Hörner. Sie untersuchen auch Höhlenmalereien in Spanien und nehmen Skelette unter die Lupe, die bei Ausgrabungen gefunden wurden. Danach sind sie überzeugt, aus modernen Rindern wieder einen Auerochsen entstehen lassen zu können. Verteilt. Was man nun tun müsse, sei, alle von ihnen in einem einzigen Tier zu vereinen. Man müsse das Hausrind verschwinden lassen und das wilde Tier wieder zum Vorschein bringen.
Der Plan, den die Hecks verfolgen, ist simpel. Sie wollen durch Kreuzung von passenden Rindern die alte Aggressivität und Größe wieder hervorbringen. Eine Art Rückzüchtung in die Vergangenheit. Man macht dabei genau das Gegenteil von dem, was man tut, wenn man wilde Tiere in Haustiere verwandelt. Statt der besonders ruhigen und fügsamen Exemplare verwendet man die wilden für die Zucht. So haben sie versucht, ihrem Bild eines Auerochsen nahe zu kommen. Die Rinder mit den gewünschten Eigenschaften suchen die Brüder in ganz Europa. Lutz findet wilde Stiere in den Bergen von Korsika. Besonders muskulöse Tiere in der Camargue in Südfrankreich. Kampfstiere lässt er aus Sevilla kommen. Heinz holt ungarische Exemplare dazu und Highland-Rinder aus Schottland. Sie haben Tiere gesucht, die eine bestimmte Form der Hörner hatten, eine bestimmte Farbe oder die das gewünschte Verhalten zeigten. Die gewünschte Wildheit wollte Lutz Heck dadurch erreichen, dass er Kampfstiere aus Spanien einkreuzte. So müsste man doch aggressive Rinder bekommen, hat er sich gedacht. Die Hecks arbeiten mit allen Erkenntnissen, die in der Vererbungslehre der damaligen Zeit bekannt sind. Sie gehen davon aus, dass es viele Generationen von Rindern dauern wird, bis das gewünschte Resultat erreicht ist. Sie gingen davon aus, dass durch die Vererbung einzelne Eigenschaften nach bestimmten Regeln neu kombiniert werden. Sie glauben deshalb, aus den passenden Merkmalen ein neues Tier schaffen zu können. Die Versuche der Hecks passen zu den nationalsozialistischen Ideen der Rassenlehre. Als die Nazis 1933 an die Macht kommen, erlassen sie Gesetze, die die Reinheit der germanischen Rasse schützen sollen. Sie verwenden sogar Begriffe wie Kreuzungen für Kinder mit Eltern aus verschiedenen Volksgruppen. Diese Sprache kennt Lutz Heck aus seiner Arbeit. Lutz Heck hat die Sache meiner Ansicht nach ähnlich gesehen wie die Nazis. Die Deutschen waren für ihn eine eigene Rasse mit ganz bestimmten körperlichen und charakterlichen Merkmalen. Damit lag er voll auf der Linie mit der Ideologie der neuen Machthaber. Für Heck bringen die neuen politischen Machtverhältnisse neue Möglichkeiten. Er arbeitet schon einige Jahre an seiner Idee, den Auerochsen neu erstehen zu lassen. Wenn es ihm gelingt, die Nazis von seiner Idee zu begeistern, dann bedeutet das mehr Mittel und Rückenwind für seine Karriere. Lutz Heck ist direkt nach der Machtergreifung in die SS eingetreten. Und er hat sich um eine freundschaftliche Beziehung zu Hermann Göring bemüht. Als Reichsjägermeister sollte Hitlers Stellvertreter doch ein Interesse an dem legendären Jagdtier der alten Germanen haben. Um Görings Gunst zu erringen, arbeitet Lutz Heck mit Tricks. Nun ja, mein Cäsar, kommst du mich besuchen? Mucki, kommst du mich besuchen, ja? Komm. Der Zoologe verschafft dem Naziführer Löwenjunge. So schön springt. Hopp. So ist gut. Wenn sie zu groß werden, holt er sie wieder ab und bringt sie in seinen Zoo. Schon bald sind Heck und Göring Jagdgefährten. Görings Selbstbild war das eines Jägers. Und er war fasziniert von den Methoden der legendären alten Germanen. Deshalb haben sie Speere mit in den Wald genommen. Sie haben die Sache nachgespielt. Hecks taktische Freundschaft zahlt sich aus. Göring unterstützt Zuchtprogramme für eine ganze Reihe von im Wald lebenden Tieren. So versuchen die Hecks auch den Tarpan wieder auf die Erde zu bringen, den wilden, ausgestorbenen Vorfahren des heutigen Pferdes. Tarpan und Auerochse. Für die Hecks sind sie die deutschen Wildtiere. Dr. Lutz Heck vom Berliner Zoo, der Leiter der Fangexpedition. Dank der großzügigen finanziellen Unterstützung des Reichsmarschalls holen die Brüder Heck nun Elche und Büffel aus Nordamerika nach Deutschland. Sie glauben, dass die Erbanlagen der wilden Tiere aus Übersee den Jagdtieren Europas neues Temperament verschaffen werden. People like Hermann Göring.
Menschen wie Hermann Göring oder die Hex akzeptierten nur wilde, aggressive Tiere. Zahme Haustiere erfüllten zwar ihren Zweck, aber Tiere, die Menschen aufgezogen und dann ausgesetzt hatten, hielten sie als Jagdbeute für degeneriert. Für Hermann Göring, den obersten Jäger in Deutschland, war so etwas nicht akzeptabel. Lutz Hecks Auerochsen sollen wilde, aggressive Tiere sein. Nachwuchs, der den Ansprüchen nicht genügt, entfernt er aus dem Zuchtprogramm. Nach derselben Ideologie gehen die Nazis auch bei Menschen vor. Die Olympischen Spiele in Berlin im Jahr 1936 sollen eine Leistungsschau der arischen Herrenrasse werden. Die Propaganda gibt sich große Mühe, um die Körper der deutschen Athleten in Szene zu setzen. Die Bilder sollen die Überlegenheit der Arier demonstrieren. Die Spiele stehen im Zeichen von Stärke und Körperkult. Doch im Hintergrund läuft bereits das Morden. Die Beseitigung jener, die den Ansprüchen der Nazis nicht genügen. Ich glaube, man kann eine Verbindung ziehen zwischen Hitlers Plänen, eine Herrenrasse zu züchten, und den Versuchen, die ausgestorbenen Tierarten wieder zum Leben zu erwecken. Auch da ging es ja darum, dass man sie für stärker und rassereiner hielt. Hitler hat das schon ganz am Anfang in seinem Buch Mein Kampf klar angekündigt. Er fand, wer nicht wertvoll genug ist, körperlich oder geistig nicht stark, der habe nicht das Recht, seine Erbanlagen weiterzugeben. Die Nazis haben beim Menschen genauso agiert, wie die Brüder Heck es bei ihren Versuchen taten, ausgestorbene Tierarten neu zu züchten. Einmal waren perfekte Pferde oder Rinder das Ziel, beim anderen Mal war es der perfekte Mensch. Hermann Göring spielt bei all dem eine wichtige Rolle. Er ist der Mann, der die Arbeit von Lutz und Heinz Heck finanziert. Und er ist auch derjenige, der seine Unterschrift unter das Dokument zur Endlösung der Judenfrage setzt. Im November 1937 ist er Gastgeber einer großen internationalen Jagdausstellung in Berlin. Ein Foto, das hier entsteht, zeigt Göring und Lutz Heck, wie sie gerade eine Karte des Waldes von Białowieża betrachten. Vor ihnen liegt das vergoldete Horn eines Auerochsen. Bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges sind es noch 2 Jahre. Plant Hermann Göring jetzt schon, sich den polnischen Wald anzueignen? Damit Lutz Heck dort seine rückgezüchteten Tiere aussetzen kann, in einer Umgebung wie zu alten Germanenzeiten? Die Nachzucht des Auerochsen ist inzwischen an einen kritischen Punkt gekommen. Zwar sehen die Rinder inzwischen aus wie das Vorbild aus der Vorzeit, aber immer noch werden sie von Menschen gefüttert. Für den Jäger Hermann Göring ist das inakzeptabel. Im Herbst 1938 lässt Lutz Heck seine Forschungsobjekte daher in Viehwagen verladen. Man bringt sie von Berlin aus in Görings Jagdrevier. Es liegt ganz im Osten des damaligen Deutschen Reiches, knapp 800 Kilometer entfernt. Es ist 14 Jahre her, dass die Hecks ihre Arbeit begonnen haben. Nun entlässt man die ersten Tiere in die Freiheit, um zu sehen, wie sie sich dort schlagen. Lutz Heck ist euphorisch. Die ersten wilden Rinder in einem deutschen Wald, jubelt der Zoologe. Ihre Energie, ihre Stärke und Schönheit hätten alle so sehr begeistert, dass man die Tiere schon bald nach der Ankunft in die Rominter Heide entlassen habe. In den Beschreibungen von Einheimischen liest sich die Sache allerdings ein wenig anders. Denn dank der wilden Tiere ist es nun nicht mehr sicher im Wald. Die Tiere waren sehr aggressiv und sie sind auf Menschen im Wald losgegangen. Es gibt Berichte, nach denen sie Radfahrern die Räder zertrampelt haben.
Dadurch gab es Schwierigkeiten bei der Fütterung des Jagdwilds. Und das wiederum hat Göring und die anderen Jäger gestört. Das tritt bald in den Hintergrund. Denn im Jahr 1939 überfallen die Deutschen Polen. Nach der Vereinbarung im Hitler-Stalin-Pakt steht der östliche Teil von Polen der Sowjetunion zu. Damit rückt der Wald von Białowieża erst einmal außerhalb von Görings Reichweite. Für Lutz Heck bringt der Krieg neue Möglichkeiten. Denn nun kann er sich in den Zoos der eroberten Gebiete bedienen, um mit den Tieren seine Züchtung voranzutreiben. Dies ist das einzige Gebäude des Warschauer Zoos, das den Krieg überstanden hat. 1939 lebten hier der Direktor des Zoos und seine Frau, Jan und Antonina Sabinski. Schon kurz nach der deutschen Besetzung bekamen sie Besuch von Dr. Lutz Heck. Heck war ein wichtiger Nazi-Offizier und sein Besuch war offiziell. Natürlich waren Sabinski und seine Familie äußerst angespannt. Heck hat ihnen mitgeteilt, dass der Zoo von Warschau aufgelöst werde. Die seltenen und wertvollen Tiere wollte man nach Deutschland holen, so wie man das auch in anderen europäischen Zoos machte. Den Rest der Tiere wollte man töten. Antonina Sabinska beschreibt später, wie schrecklich es für sie ist, dass ihr ihre Lieblingstiere entrissen werden, dass man sie stiehlt und tötet. Ihre Tiere können die beiden nicht schützen, vor den Nazis und vor Lutz Hecks Zuchtprogramm. Aber dafür gelingt es ihnen, Menschen zu retten. Als Heck das Paar besucht, verstecken sich jüdische Freunde der beiden im Keller. Dem Zoologen und SS-Mann fällt nichts davon auf. Ich kann nicht Klavier spielen, aber Antonina Sabinska war eine perfekte Pianistin. Sie hat mit dem Klavier mit den Leuten im Keller kommuniziert. Sie hat ihnen mit einer speziellen Melodie signalisiert, wenn es oben bei ihr Probleme gab, wenn es Zeit war, ganz still zu sein oder zu flüchten. Am 22. Juni 1941 beginnen die Deutschen ihren Überfall auf die Sowjetunion. Stalin ist völlig überrascht. Innerhalb weniger Tage erobert die Wehrmacht tausende Quadratkilometer ehemals polnisches Territorium, das zuvor unter russischer Kontrolle war. Endlich bekommt Göring seinen Wald von Białowieża. Das waren riesige Gebiete, die sich die Deutschen im Sommer und Herbst 1941 aneigneten. Wenn man noch nie da war, kann man sich das kaum vorstellen. All diese weiten Wiesenlandschaften, Wälder und Sümpfe. Das perfekte Terrain, um es mit Deutschen zu besiedeln. Doch nach ihrem schnellen Sieg geht es den Nazis nicht nur um Menschen. Sie wollen auch die Natur nach ihrem deutschen Leitbild formen. Und dabei spielen die Ideen von Lutz Heck eine große Rolle. Heck sagte, die Natur in den besetzten Gebieten sei degeneriert. Man müsse nicht nur die alten Bewohner vertreiben und deutsche Menschen hier ansiedeln, sondern auch deutsche Tiere und Pflanzen. Erst dann werde man einen guten, ursprünglichen deutschen Lebensraum bekommen. Der Wald von Białowieża liegt 800 Kilometer östlich von Berlin. Nun ist er deutsches Territorium. Die Nazis wollen hier eine Waldlandschaft wie zu Zeiten der Germanen neu erstehen lassen. Die Region Białowieża soll ein Teil einer riesigen Kette von Wäldern werden, die sich bis zur Küste erstrecken.
Die Deutschen wollten ganz Nordostpolen in einen riesigen Wald verwandeln. Sie wollten das Gebiet von Białowieża mit der Rumyńska Heide und der Puszcza-Augustowska verbinden. Das alles sollte ein riesiger germanischer Urwald werden. Und in solch einem Gebiet hätten Polen oder Weißrussen nichts verloren. Mit Göring teilt sich noch ein weiterer hochrangiger Nazi die Ambitionen in Bezug auf den Wald von Białowieża. Heinrich Himmler, Chef der SS und einer der Hauptverantwortlichen für den Holocaust. Auch er unterstützt Lutz Heck schon seit längerer Zeit. Himmler und die SS kannten die Pläne von Göring, die Region in einen gigantischen Wald und ein riesiges Tierreservat zu verwandeln. Und es spricht alles dafür, dass ihnen diese Idee gefallen hat. Jedenfalls schickten sie schon sehr früh eine ihrer Einheiten in die Region Białowieża, um die Bewohner zu vertreiben oder zu töten. Schon wenige Tage nach der Besetzung durch die Deutschen durchkämmt eine von Himmlers Todesschwadronen das Gebiet. Angeführt werden sie von Görings Jagdkameraden. Es scheint, als könne der Reichsjägermeister seinen Plan verwirklichen. Aus einem polnischen Wald soll eine Art germanischer Jurassic Park werden. Aber die Menschen, die hier leben, müssen weg. Innerhalb von 3 Tagen vertreiben die Nazi-Schwadronen mehr als 20.000 Einheimische. Und sie verüben Massaker, wie sie in Zukunft im Osten zur Regel werden. Die Region Białowieża ist einer der ersten Orte, an denen es zu Massenerschießungen von Einheimischen kam. Man kann durch die Spuren im Wald sogar nachvollziehen, wie die Deutschen ihre Methoden im Laufe der Zeit perfektionierten. Das alles mündete in die sogenannte Endlösung. Schon seit dem 18. Jahrhundert hat es jüdische Gemeinden in dieser Region gegeben. Grabsteine wie dieser sind die einzigen Spuren, die man heute noch von ihnen findet. Innerhalb weniger Wochen wurden sie alle ausgelöscht. Dank dieser Aktion war die Region Białowieża eine der ersten in ganz Europa, die die SS als judenfrei meldete. Die jüdischen Bewohner der Region werden entweder an Ort und Stelle umgebracht oder man schafft sie in die Vernichtungslager. Auch tausende nichtjüdischer Einheimischer werden vertrieben. Man wollte den Wald in eine Wildnis verwandeln. Die einzigen, die ihn betreten dürfen sollten, waren deutsche Jäger. Die sollten dort Tiere erlegen, wie schon Julius Caesar es beschrieben hatte. Sie sollten mit Speeren und blanker Brust Jagd auf Auerochsen machen. Aus den bizarren Träumen der Nazis von den germanischen Vorvätern ist jetzt eine fürchterliche Realität geworden. Viele Wissenschaftler sind der Ansicht, dass die germanischen Mythen für die Nazis eine wichtige Rolle gespielt haben, um das Volk hinter sich zu vereinen. Und in Białowieża ging es darum, diesen Mythos wieder in eine reale Sache zu verwandeln. Das hat aus ihrer Sicht die Grausamkeiten gerechtfertigt. In den ostpolnischen Wäldern werden Zehntausende Menschen zu Opfern dieser versponnenen Ideen. Mitten in der Zeit der Erschießungen und Deportationen besucht auch Lutz Heck die Region. Schon bald lässt er die Ergebnisse seiner Zucht aus Görings Jagdrevier, der Rumyńska Heide, nach Białowieża bringen. Hier werden sie freigelassen. In der menschenleeren Region können die Rinder nach Ansicht der Verantwortlichen keinen Schaden anrichten. Das Zuchtprogramm der Brüder Heck läuft nun schon fast 15 Jahre. Die Entlassung in die Freiheit ist ein großer Moment. Die Massaker um ihn herum scheint Heck gar nicht zu bemerken. In seinen Erinnerungen schreibt er, es sei ein langer und arbeitsreicher Prozess gewesen. Am Ende stünden nun gesunde, starke Auerochsen. Die Art werde gedeihen und sich vermehren. Für Heck wird Białowieża eine Art germanisches Freilandlabor.
Er setzt Bären im Wald aus, er züchtet Büffel und er experimentiert auch mit Pferden, aus denen er deren Urahnen, den Tarpan, wieder erstehen lassen will. Während Heck seine Versuche fortführt, lässt Göring die Ordnungspolizei in der Region durch Spezialeinheiten der Luftwaffe ersetzen. Sie sollen Jagd auf Juden und Partisanen machen. Auch sie führen Tagebücher, die die Grausamkeiten minutiös rekonstruierbar machen. Der Soldat Rudolf Trebus beschreibt, wie er am 30. März 1943 eine Patrouille durch den westlichen Teil des Waldes führt. Die Deutschen entdecken eine Gruppe Partisanen, einige Männer und eine Frau. Sie stehen in etwa 60 Metern Entfernung an einem Lagerfeuer. Die Patrouille schleicht sich näher heran. Dann teilt Trebus seine Männer in zwei Gruppen auf. Trebus' Trupp erschießt 5 Partisanen, darunter auch die Frau. Die Juden unter ihren Opfern lassen die Deutschen einfach liegen. Insgesamt haben sie bei diesen Patrouillen 139 Juden umgebracht. Sie haben sogar die Namen ihrer Opfer notiert. Aber um die Leichen haben sie sich nicht gekümmert. Die sollten eine Warnung für andere sein, den Wald nicht zu betreten. Nach solchen Einsätzen erhalten die deutschen Soldaten Sonderrationen Bier. Ein sogenanntes gemütliches Beisammensein soll den Chorgeist der Männer stärken. Es gibt viele Belege dafür, dass die Nazis Alkohol verteilt haben, damit die Männer ihre Hemmungen verloren und nicht darüber nachdachten, was sie da taten. Das war eine Art von Gruppendynamik. Jeder machte bei den Tötungen mit. Da gab es keine Ausnahmen. Die Männer, die man später vor Gericht stellt, sagen aus, man habe den Wald gesäubert, da dieser ein Naturschutzgebiet und ein Jagdrevier für Hermann Göring werden sollte. Doch je länger der Krieg dauert, desto deutlicher wird den Deutschen, dass die Bäume nicht nur wilden Tieren gute Deckung bieten, sondern auch feindlichen Partisanen. Drei Jahre lang kämpfen die Deutschen im Wald, aber sie bekommen ihn nie ganz unter Kontrolle. Außerhalb des Waldes werden die Nazis mittlerweile immer weiter zurückgedrängt. Großdeutschland wird immer kleiner. Von Osten her rückt die sowjetische Armee mit hohem Tempo auf Berlin vor. Die deutsche Hauptstadt liegt in Trümmern. Auch Hecks Zuchteinrichtungen im Zoo haben alliierte Bomben zerstört. Und obwohl einige der Tiere die Angriffe überlebt haben, fehlt auch von ihnen nach einer Weile jede Spur. Vermutlich haben hungrige Berliner oder russische Soldaten sie einfach geschlachtet und aufgegessen. Auch im Wald von Bjalowieża verlieren sich die Spuren der neu gezüchteten Auerochsen. Angeblich sind einige von ihnen in der Region geblieben. Und manche sollen auch die Kämpfe überstanden haben. Es gibt ein paar Berichte von Leuten, die noch nach dem Krieg Exemplare gesehen haben wollen. Aber nach einer Weile hören auch diese Geschichten auf. Andere vermuten, dass die Tiere für die Gräuel der Nazis bezahlt haben. Ich glaube, dass Russen und Partisanen die Auerochsen abgeschlachtet haben. Sie sahen sie genauso als germanisch an wie die Deutschen. Und sie hatten keine Lust, solche bizarren deutschen Kreationen durch ihre Wälder laufen zu lassen. Hermann Göring wird im Mai 1945 von amerikanischen Truppen gefangen genommen. Nach seiner Verurteilung zum Tode bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen begeht er Selbstmord. Erst viel später kommt die Wahrheit über die Massaker von Bjalowieża ans Licht. Auch gegen Lutz Heck ermitteln die Alliierten, doch er wird nur als Mitläufer eingestuft.
So wie sein Bruder Heinz kann er seine Karriere nach dem Krieg fortsetzen. Er stirbt im Jahr 1983. Der Urwald von Białowieża, in dem Göring und Heck ihre Fantasien von germanischen Jagden ausleben wollten, liegt heute auf beiden Seiten der polnisch-weißrussischen Grenze. Er ist ein Naturreservat, das sich die Länder teilen. Hier findet man immer noch viele seltene Tierarten, unter anderem einen großen Bestand an Wisenten. Und auch die Rinderrasse, die die Brüder Heck züchteten, ist bis heute erhalten geblieben. Sogenannte Heckrinder findet man an verschiedenen Orten Europas, in Zoos, aber auch als Nutztiere. Das hier ist ein typisches Exemplar. Man erkennt den Streifen, der den Rücken herunterläuft, und die Hörner, die nach außen und nach vorn geschwungen sind. Genauso wollten die Gebrüder Heck sie haben. Denn so, glaubten sie, haben auch Auerochsen früher ausgesehen. Sie wirken schon ein bisschen bedrohlich. Der hier scheint zwar entspannt zu sein, aber näher möchte ich trotzdem nicht rangehen. Die Heckrinder sehen ihren ausgestorbenen Urahnen zwar ähnlich, genetisch sind sie aber so weit von ihnen entfernt wie jede gewöhnliche Milchkuh. Die Tiere, die die Hecks züchteten, haben nicht viel von einem Auerochsen. Die Brüder taten zwar ihr Bestes, um die Optik hinzubekommen, aber innen drin sind die Heckrinder etwas völlig anderes. Aus heutigen Rindern wieder einen Auerochsen von vor 1000 Jahren zusammenzuzüchten, ist schlicht und einfach unmöglich. Im Laufe der Zeit hat es einfach zu viele Veränderungen gegeben. Man kann etwas züchten, das wie das Vorbild aussieht, aber damit macht man sich nur selbst etwas vor. Das Ergebnis ist ganz sicher kein Auerochse. Immerhin haben die Hecks damit etwas geschaffen, das bis heute ihren Namen trägt. Es gibt aber auch Menschen, die einen anderen Namen verwenden, einen, der mit dem Ursprung der Tiere zu tun hat. Sie nennen sie Hitlers Kühe. Es gibt Leute, die finden, dass auf diesen Tieren ein Makel liegt, weil sie in der Nazizeit gezüchtet wurden. Aber ich glaube nicht, dass diese Kühe viel mit Politik zu tun haben. Es sind einfach Rinder, nicht besser oder schlechter als andere Arten. Also sollte man sie in Ruhe lassen. Die falschen Auerochsen und der Rassenwahn der Nazis. Beide entstanden aus dem gleichen pervertierten Germanenbild. Und beide Ideen scheiterten. Eine bedrückende Zeit, in der Politik und Biologie miteinander vermengt wurden. Wenn das gemacht wurde, ist noch nie etwas Gutes daraus entstanden. Sowohl die Humangenetik als auch die Tierzucht haben sehr unter solchen Ideen gelitten. Heute ist das zum Glück vorbei. Und die Genforschung hat sich toll entwickelt. Inzwischen kann man aus den Überresten antiker Tiere die DNS extrahieren. Vielleicht werden Wissenschaftler eines Tages auf diese Art den Auerochsen wieder zum Leben erwecken. 2 Meter hohe Tiere, gefährliche Gegner für Mensch und Tier. So wie sie Julius Caesar einst beschrieben hat.